Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem What's in my Travel Bag Video. Ich weiß, dass viele von euch schon sehnsüchtig darauf warten. Ich habe auch einige Anfragen im Vorfeld bekommen, ob ich nochmal so ein Video machen könnte. Ihr wisst es, ich verreise recht oft. In Kürze geht es für mich und meine Familie in die Karibik. Ich möchte euch gerne heute zeigen, was ich dorthin mitnehme. Sowohl Sonnenschutz als auch meine Kosmetik, die ich einpacke. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Bevor ich mit dem Sonnenschutz beginne, möchte ich euch kurz einen kleinen Tipp mitgeben für alle, die Probleme haben beim Starten und beim Landen mit Flugzeugen, so wie ich. Und zwar habe ich Probleme, den Druckausgleich zu schaffen. Also es tut mir ganz häufig weh in den Ohren. Ich schaffe das nicht, auch nicht mit Pusten, hier Nase zu und Pusten, auch nicht mit schlückchenweise Trinken und so weiter. Und da haben mir diese kleinen Earplanes hier wahnsinnig bei geholfen. Das sind kleine Ohrstecker, die schraube ich mir ins Ohr, da ist so ein Gewinde dran, die schraube ich mir ins Ohr, bevor der Start losgeht. Und diese Dinger hier übernehmen für mich den Druckausgleich. Ich habe seitdem überhaupt keine Probleme mehr mit Starten und Landen. Sobald wir die Flughöhe erreicht haben, nehme ich mir die Dinger wieder raus und lege sie so lang zur Seite. Da ist so ein kleines Döschen dabei, da kann man die so lange reintun. Und wenn ich weiß, es geht Richtung Landeanflug, schraube ich sie mir wieder rein. Die Dinger übernehmen das wieder für mich und ich habe überhaupt keine Sorgen mehr mit Ohrenschmerzen, mit ja, verstopften Ohren, sodass ich da nichts mehr hören kann. Hatte ich in der Vergangenheit des Öfteren. Ich habe mir diese Earplanes auch für meinen Sohn diesmal besorgt, weil der zuletzt auch mal Probleme damit hatte. Einfach zur Sicherheit, dann machen wir uns die beide rein beim Starten und beim Landen und haben keine Sorgen mehr mit Druckausgleich und so weiter. Also die gibt es durchaus auch für Kinder bzw. für kleine Ohren. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich bestelle die immer bei Amazon. So, jetzt geht es weiter mit dem Sonnenschutz. Natürlich nehmen wir jede Menge Sonnenschutz mit. Ich habe euch das mal abgefilmt. Ich habe so ein bisschen was eingekauft. Ich werde natürlich nicht alles mitnehmen, was ihr hier sehen könnt. Ich habe danach so ein bisschen, ja, durchsortiert, was brauchen wir wirklich für 2 Wochen. Und ich zeige euch aber jetzt die Produkte, die wir sehr, sehr gerne mögen. Das ist einmal das hier. Und zwar mag ich total gerne von Nivea Sun Schutz und Frische. Das ist jetzt eins zum Sprühen. Aber überhaupt von Nivea Sun, da mag ich auch den Duft sehr gerne. Die Sonnenschutz-Lotion, das ist jetzt Schutzfaktor 30 zum Sprühen. Es geht halt immer mal schnell, wenn man aus dem Wasser kommt. Drüber sprühen, wieder neu schützen. Und was ich super gerne mag, ist das hier. Hawaiian Tropic heißt das. Silk Hydration Protective Sun Lotion, ebenfalls in Schutzfaktor 30. Das ist so ein bisschen geswirlt hier drin und genauso kommt es auch unten raus. Hat halt so eine Vanille-Peachy-Farbe, wenn das rauskommt. Riecht unfassbar gut und lässt sich leicht verteilen, ist ganz toll auf der Haut. Und davon werde ich auf jeden Fall ein paar mitnehmen, damit meine Familie und ich gut und ausreichend geschützt sind. Dann nehme ich natürlich noch etwas fürs Kind mit, zeige ich euch auch ganz kurz. Einmal Ultrasensitive Sonnencreme, Schutzfaktor 50 für meinen Sohn, auch fürs Gesicht und für die Sonnenterrassen speziell geeignet, also für die Schultern und so weiter. Wir fliegen ja in die Karibik, Dominikanische Republik und da muss man sich einfach ausreichend schützen. Am besten schon morgens vorm Frühstück. Wenn man aufgestanden ist, sich schon dick eincremen. Das Ganze braucht nämlich so 10, 20 Minuten, bis es richtig in die Haut einzieht. In der Zeit kann man frühstücken gehen und dann erst in die Sonne. Ganz wichtig. Und Schutzfaktor 30 Kids Sonnenspray. Das ist jetzt von Sundance aus dem DM auch nochmal so ein Spray, weil gerade Kinder, die flippen gerne rum, die rennen gerne den Strand rauf und runter und sie dann einzufangen und einzucremen, ist manchmal schwierig. Und da hilft so eine Sprühflasche mal eben, komm mal her, mal eben kurz einsprühen, damit das Kind wieder geschützt ist. Dann nehme ich ganz speziell für mich, weil ich es sehr, sehr liebe. Eins davon habe ich jetzt vor kurzem zugeschickt bekommen von Paula's Choice. Das andere habe ich noch von letztem Jahr gehabt. Das ist das Suncare Body Spectrum mit Schutzfaktor 43 Sunscreen Spray. Und zwar ist das ein sehr feuchtigkeitsspendendes Spray mit einem hohen Lichtschutzfaktor, was ich besonders gerne mag für mein Dekolleté. Hier auch wieder Sonnenterrassen, Schultern und so weiter. Ich liebe das total und würde ich auch immer wieder nachkaufen. Es ist ein bisschen hochpreisiger, aber alternde Haut muss man vielleicht auch spezieller, ein bisschen spezieller schützen, würde ich sagen. Mag ich also auf jeden Fall total gerne. Dann habe ich hier ein Aloe Vera Gel, 99% Aloe Vera. Das ist aus dem Shop von Royal Wellness, hatte ich euch auch schon mal gezeigt in meinen Favoriten von Holika. Holika, der Shop hat asiatische Kosmetik und Pflege im Programm, wo man vielleicht nicht ganz so leicht drankommt. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich auf jeden Fall in dem Shop mal umschauen. Ich nehme das mit, weil ich dachte, Aloe Vera schützt und beruhigt die Haut nach dem Sonnenbad mit Sicherheit sehr gut. Das ist hier fast 100%iges reines Aloe Vera Gel. Das werde ich mir mitnehmen für die After-Sun-Pflege sozusagen. Und weil wir gerade bei After-Sun-Pflege sind, dann nehme ich einmal eine Dusche mit von Balea, die After-Sun-Dusche.
weil ich den Duft einfach so liebe. Das riecht schon nach Urlaub und ich liebe es, damit zu duschen. Gerade so im Frühling, im Sommer, das ist für mich der pure Urlaubsduft. Ich liebe das sehr. Also für mich und meine Familie Duschgel. Dann nehme ich mit ein Shampoo. Das habe ich schon gefühlt 100 Mal nachgekauft. Immer wieder gerne verwendet im Urlaub. Das ist ebenfalls von Balea, das After Sun Shampoo und Spülung 2 in 1. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist wirklich sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Man hat direkt eine Spülung mit drin, das heißt, es macht die Haare weich. Ich werde auch noch eine Haarkur einpacken von Desange, um meine Haare nach dem Sonnenbad nochmal so richtig schön zu pflegen. Die habe ich jetzt gerade hier nicht liegen, aber tagsüber braucht das Haar auch Schutz und dann nehme ich ebenfalls von Balea einen Sonnenschutzspray mit UV-Schutz. Da sprühe ich mir dann das Haar morgens mit ein, einmal so drüber, damit auch die Haare vor UV-Strahlen geschützt sind. Ich wollte das mal ausprobieren. Ich hatte zuletzt ein teures von Wella und habe gedacht, jetzt probiere ich mal das hier aus. Riecht genauso wie die ganze Serie hier, total nach Urlaub. Und ja, das wollte ich mal testen. Und was ich neu entdeckt habe und sehr gut finde, was ich aber hauptsächlich mitnehme wegen der praktischen Form, ist ein Haaröl. Das bekommt man auch im DM. Das ist ein Arganöl von Husk, habe ich vor kurzem entdeckt. Repairing Shine Hair Oil, so heißt das. Das kommt hier in diesen Reagenzgläschen mit Deckeldruck. Es ist halt sehr praktisch für die Reise. Man braucht nur sehr wenig davon, kann damit halt eben Längen und Spitzen schön pflegen im Urlaub. Mehr brauche ich dann im Urlaub auch nicht. Ich hatte das schon einmal mit im Oktober, glaube ich, im Urlaub. Da fand ich das sehr gut. Da hatte ich nur ein Röhrchen mit, bin damit super ausgekommen, aber ich nehme mal zwei mit zur Sicherheit, ne? Und jetzt kommen wir zur Kosmetik. Okay, los geht's. Tagsüber werde ich mich wahrscheinlich gar nicht schminken, sehr wahrscheinlich nicht. Und zwar habe ich hier nur einen Moisturizer mit dabei von Paula's Choice Redness Relief. Der nimmt also ein bisschen die Rötungen weg, der ist so ein bisschen porenverfeinernd, der sorgt für Feuchtigkeit und der hat einen Schutzfaktor von 30 mit drin. Das ist eine Tube, das wurde mir zugeschickt von Paula's Choice und ich freue mich sehr darauf, den auszuprobieren im Urlaub. Das ist also so meine Tagespflege fürs Gesicht sozusagen. Dann werde ich auf jeden Fall mitnehmen, auch für die Nacht natürlich. Meine Augencreme ebenfalls von Paula's Choice. Ich benutze schon sehr, sehr lange nur diese Augencreme. Die verlinke ich euch auch immer unten in der Infobox. Die steht da eigentlich immer drin. Die ist mit Shea-Butter und mit Peptiden und Anti-Aging und so weiter. Die ist ein bisschen dicker, kann man aber sehr gut verteilen. Die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn ich mal Lust habe, zwei, dreimal vielleicht im Urlaub wird das vorkommen, benutze ich auch eine Gesichtsmaske. Diese hier ist von Pixi, die Glow Matte Mask. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich weiß noch nicht, wie die ist. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich bin jemand, der sich auch im Urlaub abends sehr gerne schminkt und eigentlich nie ungeschminkt rausgeht. Klingt verrückt, ist aber so. Ich nehme mir zu diesem Zweck Produkte mit von Nude by Nature, auch um sie zu testen. Und zwar zum einen werde ich mitnehmen meine BB Cream. Da ist nur noch die Hälfte drin ungefähr. Die ist aber sehr leicht und sehr schön auf der Haut. Das ist die Sheer Glow BB Cream von Nude by Nature. Dann werde ich mitnehmen ein Trio. Und zwar ist das ein Contour Fluid Trio. Da hat man einmal eine Konturfarbe, einmal eine Bronzerfarbe und einmal so eine Art Concealer, eigentlich Highlighter, um den oben drauf zu setzen. Die sind alle cremig, die Produkte, die halten gut und ich will sie einfach im Urlaub leer machen. Ich mag die super gerne, werde ich deswegen auch mit in den Urlaub nehmen. Zwei neue Produkte werde ich testen von Nude by Nature und zwar ist das die Luminous Sheer Liquid Foundation. Ich habe sie hier bekommen in zwei verschiedenen Farben. Das ist einmal die Farbe N3 Latte und einmal die Farbe C3 Café. Café ist der etwas dunklere Ton. Sehr leichte Foundation, ein bisschen sheer, aber ich denke, damit komme ich speziell im Urlaub sehr gut zurecht. Ich werde sie mir auftragen mit Foundation-Pinsel und dann gebe ich ein Produkt darüber, was ich schon sehr, sehr lieben gelernt habe. Das habt ihr auch schon in meinen Videos gesehen. Das ist ebenfalls von Nude by Nature, die Flawless Pressed Powder Foundation. Die ist hier schon ordentlich benutzt. Das ist die Farbe Champagner. Ich habe hier schon Hit the Pan drin. Ich habe aber noch zwei weitere Farben zugeschickt bekommen, netterweise. Das ist einmal die Farbe Warm Nude und einmal die Farbe Sandy Brown. Ein bisschen dunklere Töne für mich, wenn ich ein bisschen gebräunt sein werde. Und ich liebe diese Foundation, diese Puder Foundation, über die BB Cream, über diese schiere Foundation gegeben, so getupft mit dem Pinsel oder halt eingearbeitet in kreisenden Bewegungen. Ein Traum. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich die nicht vielleicht auch tagsüber mal drauf mache, einfach um so ein bisschen abzumattieren, um so ein bisschen schönere Haut zu haben. Je nachdem, wenn man einen Ausflug macht oder so, ein bisschen was im Gesicht haben möchte. Ich liebe diese Foundation und ich freue mich natürlich auch, die anderen beiden Farben austesten zu können. Dann werde ich zwei Paletten mitnehmen, ebenfalls beide von Nude by Nature. Das ist einmal die Contouring-Palette.
Die ist super schön, die hat einen sehr schönen aschigen Ton mit drin, die hat einen Bronzerton mit drin und ein Setting Powder. Das ist ganz, ganz toll, also auch von der Qualität her. Ich habe die schon getestet, ich trage die total gerne. Die kommt auf jeden Fall mit in den Urlaub. Und auch die Highlighter-Palette von Nude by Nature, die liebe ich sehr, mit drei verschiedenen Farben. Einmal so ein hellerer, perliger Ton, ein Roségold, das man auch sehr schön als Rouge verwenden kann. Und ein etwas dunklerer Bronzy-Schimmerton, gerade wenn ich gebräunt bin, den so als Highlight obendrauf. Es ist ein Traum. Ich mag die Qualität total gerne von diesen Produkten. Und sie sind super praktisch. Da habe ich nämlich direkt drei Produkte in einem, jeweils in einer kleinen, schmalen Palette. Und wunderschön sehen sie auch noch aus. Ich liebe sie einfach, deswegen dürfen sie mit. Für eine extremere Kontur oder auch später, wenn ich sehr gebräunt sein werde am Ende des Urlaubs, nehme ich meinen Bahama Mama Bronzer mit von The Balm. Der hat auch schon Hit the Pan, den habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Der ist aber sehr schön dunkel und deswegen darf der auch noch mit. Und ich nehme zum Abpudern, wenn ich mal ein bisschen was Aufwendigeres schminken möchte, das Bananapuder mit von W7 ist das, glaube ich. Das ist ein loses Puder in einem kräftigeren Gelb. Ton. Passt nicht jedem, da muss man aufpassen, aber ich weiß, wenn ich sehr gebräunt bin, kann ich kein weißes Puder benutzen oder so. Das hält dann einfach zu sehr auf und dieses Bananapuder mit diesem gelben Unterton sieht dann einfach schön aus, das weiß ich und deswegen darf dieses lose Puder auch noch mit. Lidschatten, und da werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, nehme ich nicht besonders viel mit. Und zwar einmal eine winzig kleine Palette von Smashbox. Das ist die Full Exposure Palette hier. Die gab es mal bei Douglas für 14 Euro oder 15 Euro. Die hat vier matte Farben drin enthalten, alle Erdtöne und vier schimmerige Töne. Die ist ungefähr so groß wie eine Scheckkarte und genauso breit ist sie auch, wie ihr sehen könnt. Also die ist sehr, sehr schmal, nimmt wenig Platz weg, wiegt fast nichts. Ich denke nicht, dass ich mich da großartig schminken werde, aber wenn ich doch ein bisschen mehr Farbe aufs Auge bringen will, nehme ich hier noch eine Mini-Mini-Palette mit, ebenfalls von Smashbox. Das ist die S3 M3. Da ist halt eben ein matter Ton drin und ein schimmernder Ton. Und das war's. Mehr werde ich nicht mitnehmen in den Urlaub an Lidschatten. Vielleicht noch einen Mono-Lidschatten, den ich mir reinwerfe, aber mehr nicht. Ich habe mir überlegt, dass ich nur noch einen Kajal mitnehme, einen grünen. Dieser hier ist von P2 in der Farbe Teal 240. Der ist halt eben grün und den kann ich mir super am unteren Wimpernkranz auftragen, wenn ich mal so einen kleinen Farbklecks haben möchte. Bei den Mascaras habe ich die Erfahrung gemacht, in der Karibik lohnt es sich nicht, normale Mascara mitzunehmen. Es verläuft einfach alles wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Ich habe hier mal so eine kleine Auswahl mir rausgesucht und bin mir jetzt unsicher, welche ich mitnehme. Ich weiß, dass ich mich auf die Miss Manga Hippie, diese Mega Volume hier von L'Oréal, verlassen kann. Die ist waterproof. Die wird wahrscheinlich auf jeden Fall mitkommen. Und dann habe ich hier noch die Catrice Glam & Doll in Waterproof, auf die kann ich mich auch verlassen. Ich wollte aber auch die P2 Push-Up Neopren Mascara einmal ausprobieren. Ich bin mir da jetzt noch unsicher, welche zwei ich genau einpacke. Zwei werden es auf jeden Fall. Jetzt schmeiße ich mir die hier schon entgegen. Mein Gott, ey, was ist hier los? Und die von Manhattan, die ist quasi wieder raus aus meiner Entscheidung. Ich denke, dass ich die Miss Hippie und die Neopren von P2 mitnehme. Die zum Testen und die, weil ich mich auf sie verlassen kann. Das gleiche Spiel bei den Lippenprodukten, auch da bin ich mir unsicher. Ich habe mir einiges rausgesucht. Ich dachte vielleicht mal was Knalliges, diese Lip Paints von L'Oréal oder auch diese Mega-Glosse von L'Oréal mag ich total gerne. Ein Liquid Suede habe ich mir rausgesucht, ein Full-Color-Lipstick von P2, dann noch ein Lipgloss und so weiter. Aber ich denke, es läuft darauf hinaus, dass ich zwei oder drei Lip-Liner mitnehme, mit denen man schön spielen kann. Die halten ja auch recht lange auf den Lippen. Ich habe hier einen von Astor und einen von P2, so ein bisschen Nude-Ton und ein bisschen was Kräftigeres. Dann habe ich mir überlegt, tatsächlich einen Nude-farbenen NYX Suede mitzunehmen, vielleicht den Sandstorm oder auch den ich jetzt hier gezeigt habe in Softspoken. Das ist eine etwas kräftigere Farbe, wenn ich brauner bin, dass das so ein bisschen kräftiger wirkt auf den Lippen. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Yves Saint Laurent Lippenstift mitnehmen, den hole ich euch jetzt gleich noch und eine knallige Lippenfarbe. Also entweder wirklich hier so ein Lip Paint in Lila oder in Rot oder mal sehen, was ich da noch einpacke. Da bin ich mir einfach noch nicht schlüssig. Hier ist der Lippenstift von Yves Saint Laurent. So sieht er aus. Das ist ein Pure Couture Lipstick in der Farbe 52. Irgendwas mit Korall heißt der, glaube ich. Pink Coral oder so ähnlich. So sieht er aus. Ich hoffe, ihr könnt ihn vernünftig erkennen. Das ist halt eine richtige Knallerfarbe. Der leuchtet auf den Lippen. Und Karibik, Tropen, alles ist bunt. Da habe ich gedacht, da passt er super zu. Und dann halt eben noch Nude oder ein Rot oder halt ein Lila oder so. Was aber auch ganz, ganz wichtig ist für mich im Urlaub, sind natürlich immer Pinsel. Ich brauche natürlich für meine Kosmetik, um sie aufzutragen, Pinsel. Ich hatte damals, als ich die Sachen bekommen habe von Nude by Nature, die passenden Pinsel dazu bekommen. Das hier ist ein Konturierungspinsel, der ist sehr schön. Dann ein Pinsel, den ich auch wirklich immer benutze für die Pressed Powder Foundation, um die einzuarbeiten in kreisenden Bewegungen. Und das hier ist der BB
Pinsel, also und auch um die Foundation aufzutragen natürlich, die kann man schön einstreichen. Diese Pinsel nehme ich mit. Was ich aber super toll finde, und das zeige ich euch jetzt, sind Pinsel, die ich bekommen habe von Luvia. Die haben mich einfach umgehauen. Die zeige ich euch jetzt, die sind traumhaft schön. Ganz kurz nur, falls es jemand vermisst hat, meine Augenbrauenprodukte. Ich nehme einfach einen Stift mit von Manhattan, um meine Augenbrauen nachzuziehen. Und von Trend It Up diesen Brow Gel Filler. Um zum Beispiel so ein Gel, um das in Reih und Glied zu halten, sozusagen. Ein Lippenprodukt kommt auf jeden Fall noch mit von Becca. Das ist dieser Beach Tint Lip Shimmering Soufflé. Das, boah, der, die, das. Ihr wisst Bescheid. Das habe ich geschenkt bekommen von der lieben Simone von Smoon Style. Und ich freue mich total darauf, das vielleicht auch tagsüber zu tragen. So. Natürlich kommt meine Nyx Lippenpflege auch mit. Nyx Reft de Miel. Darf nicht fehlen. Kann ich auch im Urlaub nicht ohne. Jetzt zeige ich euch die Pinsel und oh mein Gott, ich habe dieses Set hier bekommen von Luvia. Das ist das Golden Queen, The Charm of Rose Gold Set. Und wenn man das schon auspackt, das kommt also in dieser wunderschönen Umverpackung. Dabei ist dieser Köcher, wo man die Pinsel drin aufbewahren kann. Rechts und links ist das gesichert mit einem Druckknopf. Und wenn man das öffnet, hat man eben die Pinsel direkt in einem Köcher perfekt aufbewahrt, sozusagen, hier drin stehen und kann sie sich dann einzeln entnehmen. Und für die Reise macht man halt den Deckel drauf. Da kommt dann nichts dran. Die werden nicht verbiegen, die werden nicht komisch aussehen. Ich bin schon viele Jahre sehr zufrieden mit Luvia-Pinseln, weil sie einfach kein Haar verlieren. Sie haben eine sehr gute Qualität und sie sind wunderschön. Mal so, by the way. Hier ist jetzt ein Puderpinsel dabei, ein Foundation Brush ist dabei, ein Contouring-Pinsel. Dann sind hier Concealer-Pinsel dabei, ein kleiner Pencil-Brush, Blendepinsel, zwei verschiedene Größen, ein Setting-Pinsel, so ein kleiner, etwas schmaler gebundener, um das Puder aufzutragen, ein angeschrägter Pinsel für die Augenbrauen, nochmal ein angeschrägter Pinsel. Also dieses Set ist einfach ein Traum. Wenn ihr vielleicht Schminkanfänger seid, ich kann euch diese Sets von Luvia nur wärmstens ans Herz legen. Und womit sie mich total umgehauen haben, war das Kabuki-Set. Ich bin ausgerastet. Hier seht ihr es jetzt in der Nahaufnahme nochmal in der Verpackung. Jeder Pinsel einzeln verpackt und geschützt mit einem Netz, dass nichts dran kommt an die Haare. Super, super schön und die haben einen kurzen Griff, wie ihr sehen könnt. Ich habe sie hier in Weiß bekommen. Es gibt noch eine schwarze Version. Durch diesen kurzen Griff wiegen die natürlich nichts und die nehmen nicht viel Platz weg und man hat trotzdem alles dabei, was man braucht. Einen dicken Puderpinsel, dann nochmal hier so ein Bronzerpinsel dabei. Also die verschiedensten Kabukis erklärt nochmal, welcher Kabuki für was ist. Jeder Kabuki, wie gesagt, einzeln verpackt in einer wunderschönen Verpackung. Hier nochmal ein Foundation-Pinsel dabei, so ein dickerer, etwas weicherer. Dann ist ja nochmal so ein Fiberbrush dabei und so einer. Also es ist wirklich ein Traum. Und wie gesagt, alle dicken Pinsel, die ich mitnehme für mein Gesicht, passen in meine Hände. Das ist wirklich super, super praktisch, dass sie wirklich super leicht sind, perfekt geeignet für die Reise und ich freue mich da einfach Bombe drüber. So habe ich also Pinsel und meine ganze Kosmetik dabei. Ich packe das alles in meine große Kosmetiktasche. Die habe ich mal gekauft bei Douglas, die gibt es aber nicht mehr, deswegen zeige ich sie euch nicht. Die ist weiß auf jeden Fall. Und ja, das war's. Also mehr nehme ich nicht mit. Ich denke, das ist trotzdem eine ganze Menge, aber ich habe immer Lust, mich zu schminken, auch im Urlaub. Und gerade abends mache ich mich halt eben gerne zurecht, tagsüber nicht so. Aber ich freue mich total auf diesen Urlaub, weil es halt mal woanders hingeht, wirklich in die Karibik. Und es ist einfach ein traumhaftes Wetter dort und die Palmen. Und ich werde wohlerholt hoffentlich wiederkommen und sehr gebräunt und euch dann gerne davon berichten. Wie gesagt, die Vlogging-Kamera nehme ich mit. Ein Lookbook möchte ich gerne drehen, wenn ihr Interesse daran habt. Und ja, dann bin ich bald wieder da. Ende April bin ich wieder zurück. Und jetzt bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen geholfen für eure nächste Reise. Verratet mir gerne unten in den Kommentaren, wo es für euch das nächste Mal hingeht, ob ihr verreist und wenn ja, wohin? Ob in die Sonne oder wo ihr so hinfahrt, vielleicht auch nach Holland oder so. Was seid ihr so für Urlaubstypen? Das würde mich total interessieren. Und ich wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!